War eine sehr große Ehre für uns. Wir haben am Dienstag ja erst diskutiert in Düsseldorf im Expertenkreis Elektromobilität. Da war die Theorie, heute die Praxis. Ich glaube, es hat ihm auch imponiert, wie das gerade das junge Team so viel in kurzer Zeit schafft. Was man hier sieht, ist aktuell das Fahrzeug, was auch komplett bei der WEG umgebaut wird. Man sieht ganz schön, dass im Endeffekt alles, was bis zum Fahrerhaus geht, schon entkernt wurde. Da war vorher die Kardanwelle, da war vorher der Motor, das Getriebe. Das ist kein Besuch, den man irgendwie jeden Tag hat. Was super Besonderes, dass wir jetzt hier die Möglichkeit haben, uns zu präsentieren, vor allem auch unser Projekt zu präsentieren und damit im Endeffekt auch die Zukunft zu zeigen, die auch hier in der Region entstehen kann. Man merkt bei vielen Menschen, dass die Begeisterung für die Elektromobilität da ist. Das hat man auch heute bei Herrn Laschet gesehen, dass er im Endeffekt durch das Ausprobieren und das Erleben der Elektromobilität das Ganze nochmal greifbar und spürbar hatte und dadurch im Endeffekt auch nochmal näher an das Thema herangekommen ist. Und was ich auch noch finde, was unser Konzept sehr schön zeigt, ist, wie einfach es eigentlich wirklich ist, Elektromobilität auch im Bereich der Nutzfahrzeuge umzusetzen. Es war jedenfalls die erste Fahrt beim 7,5-Tonner. Und er fährt sich wirklich gut, leicht. Man hat sehr schnell das Gespür raus, was da aus Elektromobilität entstehen kann. Die Signale von der Politik sind positiv. Wir haben gerade über Testregionen gesprochen. Wir haben über einfache Zulassungen gesprochen. Der Herr Laschet hat natürlich auch ein Netzwerk in der Industrie in Nordrhein-Westfalen, die auch sehr begeistert von unserer Lösung sind, sodass wir meinen, dass wir gemeinsam da vieles vollbringen können. Wenn der im Bergischen fahren kann, dann kann er überall fahren. Genau.